Heute im letzten Füller zum Klettersteig-Grundlagenkurs geht es um die wichtigste Frage im Frühjahr, aber neuerdings auch bei Hochtouren. Brauche ich eigentlich wirklich Steigeisen mit oder tun es nicht Grödel eigentlich auch? Das beantworte ich euch heute. Zu Beginn die Ankündigung, ja, meine lieben Fans der Klettersteige, ihr habt richtig gehört, der Klettersteig-Grundlagenkurs beginnt am kommenden Dienstag. Party! Endlich kann es losgehen. Wir starten nächste Woche gleich mal mit einem wirklich coolen und wichtigen Teil. Es geht um Schwierigkeiten und vor allem, wie die Schwierigkeiten in der Praxis aussehen können. Aber mehr verrate ich euch noch nicht. Bleibt gespannt. Starten wir in das heutige Thema. Die Frage, ob eigentlich wirklich immer die schweren und klobigen Steigeisen notwendig sind oder ob es nicht auch die leichten und kleinen Grödel oder auch Spikes genannt tun würden. Zu Beginn hier ein kleiner Auszug aus dem Alpenacademy Lexikon, wobei ich hier sagen muss, dass man hier eher schon vom antiken Lexikon sprechen müsste. Grödel und Spikes sind eigentlich nicht das gleiche. Grödel ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Bergsport vor 2005 verwendet wurde. Damals waren die Grödel aus Aluminium, teilweise sogar auch noch aus Stahlelementen, die nur mit einer Kette oder einer Schnur verbunden waren und dann an den Schuh drangelegt wurden. Die Kette oder auch die Schnur wurde verschlossen und fertig waren die Grödel. Vom Aufbau her ähnelten sie stark den Steigeisen, nur mit dem Unterschied, dass es keinen starren Schaft oder so exorbitant lange Zacken gab. Sie waren eben nicht für den Einsatz am Blankeis gemacht, sondern vor allem für Firn. Irgendwann hat man aber Aluminium als effizienten, kostengünstigen und vor allen Dingen leichten Werkstoff entdeckt. Und gleichzeitig auch die extrem strapazierfähigen Gummis. Die Kombination heißt Spikes. Bei den Spikes werden kleine Aluminiumzähne mit einer Aluminiumkette miteinander verbunden und mittels starkem Gummi um den Schuh gespannt. Bei der richtigen Größe ist die Kette auf Spannung und die Zacken graben sich in den Schnee. Heute nennt man sie aber ebenfalls Grödel. Das liegt daran, dass sie oftmals als die Weiterentwicklung der ehemaligen Grödel betrachtet werden und deshalb, obwohl sie anders aufgebaut sind und anders funktionieren, eben auch den Namen übernommen haben. Dennoch kennt man sie auch immer noch als Spikes. Ich sag dazu aber jetzt eben Grödel. Doch was ist eigentlich jetzt der faktische Unterschied zwischen den Grödeln und Steigeisen? Erstmal die offensichtlichen Punkte. Steigeisen sind schwerer, sind größer, sind steifer und damit sperriger. Aber warum eigentlich? Wie gesagt, sind Grödel ja aus Aluminium und Gummi gefertigt. Das ist gegenüber dem Hauptbestandteil von Steigeisen, nämlich Stahl, ein echtes Fliegengewicht. Außerdem bestehen die Grödel aus einzelnen kleinen Gliedern, die per Kette zusammengehalten werden. Die Steigeisen jedoch verbindet ein fester, fixierter Steg. So werden die Grödel schnell kleiner. So viel also zu den offensichtlichen Unterschieden zwischen Grödel und Steigeisen. Aber was reitet einen Menschen denn dazu, schwere und klobige Steigeisen zu nehmen, wenn es auch die leichten und kompakten Grödel gibt? Tatsächlich gibt es da mehrere Gründe, einer davon eben der Stahl. Denn nicht umsonst wird bis heute Stahl für Steigeisen zur Hand genommen, da es gegenüber dem Aluminium auch einige Vorteile bietet. Zum einen die Stabilität. Harte Widerstände sind für Aluminium ein großes Risiko. Die Zacken werden schnell stumpf und verbiegen sich schnell. Im blödesten Fall brechen sie sogar einfach ab. Harte Widerstände bedeuten aber nicht nur Fels, sondern eben auch Eis bei sehr kalten Temperaturen. Und das ist am Gletscher natürlich äußerst suboptimal. Außerdem lässt sich der Stahl sehr gut anpassen und auch schleifen. Das führt dazu, dass einmal stumpfe Zacken beim Steigeisen einfach mit einer Feile nachgeschliffen werden können und wieder genauso scharf sind wie ursprünglich. Das geht mit Aluminium zwar prinzipiell auch, artet aber bei der Abnutzung zur Sisyphos-Aufgabe aus. Trotzdem sollte man sie für den Einsatz am Gletscher tatsächlich nicht gleich pauschal abschreiben. Der Hang zu den Steigeisen am Gletscher hat natürlich den Hintergrund, dass man mit Steigeisen auf alles vorbereitet ist. Aber nicht nur. Es hat auch etwas mit den mangelnden Alternativen in der Vergangenheit zu tun. Grödel waren früher nicht extrem viel leichter als Steigeisen. Das Packmaß war deutlich besser, aber so richtig wichtig war das vielen Leuten nicht. Steigeisen brauchten sie für viele Situationen sowieso, also wurden sie selten abgewogen, was jetzt wohl die bessere Wahl wäre. Und die Steigeisen setzten sich eben einfach durch. So etablierte sich auch die Vorgehensweise immer, Steigeisen auf den Gletscher mitzunehmen und das brannte sich in die Gehirne aller Bergsteigergenerationen ein. Falsch ist das nicht, das würde auch ich nie behaupten,
Aber unbedingt notwendig ist das eigentlich auch nicht. Das muss ich aber definitiv genauer erklären. Grundsätzlich ist es so, dass nicht auf allen Gletschern immer das Blankeis vorherrscht und steile Passagen im Eis gekraxelt werden müssen. Um ehrlich zu sein, das ist sogar relativ selten der Fall, wenn man mit Hochtouren und Einsteigerhochtouren beginnt. Nehmen wir als Beispiel den Großvenediger her. Dieser Berg ist vor allem durch seine unglaublich flachen Gletscherhänge berühmt. Gerade vom Defregger-Haus schlängelt sich ein gewaltig breiter, aber eben auch sehr flacher Gletscher knapp unter den Gipfel. Flach bedeutet vor allem, die Schneeauflage ist im Winter dick, rutscht kaum ab und braucht demnach länger, um zu schmelzen. Außerdem gibt es kaum Lawinen oder andere störende Einflüsse auf die Schneedecke. Dadurch verdichtet sich über die Zeit der Schnee und wird zu einem stabilen Untergrund. Und auch auf genau so einem Untergrund, egal ob Großvenediger oder nicht, reichen Spikes vollkommen aus. Wenn der Schnee komplett durchfeuchtet ist und durch die UV-Strahlung schon matschig wird, dann braucht man ja weder Spikes noch Steigeisen. Aber für harten Schnee sind sie eben perfekt. In Wirklichkeit ist es also vollkommen wurscht, ob Schnee auf einem Gletscher liegt oder in einer Rinne. Die Frage ist immer nur, wie hart ist der Untergrund letztlich tatsächlich. Bei Fels- und Blankeis ist das Steigeisen auf jeden Fall der bessere Ratschlag. Bei allem anderen aber eigentlich die Grödel. Wird es besonders steil und windgepresst, können aber in manchen Schneerinnen auch eisartige Verhältnisse vorherrschen. Dann sind Grödel insofern nicht mehr nützlich, weil Grödel durch die fehlenden Frontalzacken keinen guten Halt im steilen Gelände liefern. Die Frontalzacken sorgen nämlich in hartem Untergrund dafür, dass Gewicht auf die horizontale Fläche des Eisen abgeladen werden kann, auch wenn der Fuß vielleicht nicht mehr in den Untergrund eindringen kann, weil er zum Beispiel zu hart ist. Aber nochmal kurz zurück zum Großvenediger. Würde ich euch für diesen Berg jetzt von Steigeisen abraten? Nein. Die Begründung: Wenn ihr keine Idee von den Verhältnissen am Weg habt, dann schränken Grödel die Möglichkeiten eben deutlich ein. Sind die steileren Stücke vereist, habt ihr verloren, denn dann ist ein sicherer Aufstieg einfach nicht mehr möglich. Sind hingegen nur einzelne Flachstücke eisig, sind Grödel ein guter Begleiter, denn sie sind spitz genug, um sich über alle Zacken hinweg in die Oberfläche zu bohren. Steigeisen wären hier das Pendant zu mit Kanonen auf Spatzen schießen. Trotzdem, wissen könnt ihr es nicht. Wenn ihr jedoch gerne im Frühsommer, also jetzt, unterwegs seid, dann sind Steigeisen oftmals übertrieben und Grödel eine gute Alternative. Flache Berge, egal wie hoch sie sein mögen, sind jetzt auch noch gut mit Schnee bedeckt und damit Grödel auch eine gute Lösung. Auch im Oktober, wenn es schon ein paar Mal geschneit hat, sind Grödel wieder eine gute Möglichkeit, um gewichtssparend unterwegs zu sein. Wird es jedoch gerade auf Gletschern steiler, sind Grödel jedenfalls eine gefährliche Angelegenheit und absolut nicht empfehlenswert. Ist man in so einer Situation, dass man steile, blanke Passagen vor sich hat und nur die Grödel an den Füßen sind, dann muss man eben auch die Härte haben und sagen: Ich bin dafür heute nicht ausgerüstet, hier ist Schluss. Grödel limitieren also jedenfalls in manchen Szenarien die Möglichkeiten. Fehlende Frontalzacken, fehlende Tiefe der Zacken, weiches Material. All das ist ein großer Unterschied zu den richtigen Steigeisen. Nicht alles davon ist am Ende des Tages ein Kriterium, um wirklich zu Steigeisen zu greifen. Oftmals reichen die Grödel auch einfach. Und nur weil man auf einem Gletscher geht, heißt auch das nicht zwangsläufig, dass man unbedingt Steigeisen braucht. Bei manchen Schneeauflagen und extrem flachen Gletschertouren tun's auch die Grödel tatsächlich. Empfehle ich das? Jein. Nur wenn ihr wisst, dass die Bedingungen passen, die richtigen sind und ihr mit den Einschränkungen letztlich umgehen und auch leben könnt. Trifft irgendwas davon nicht zu, dann packt lieber die Steigeisen ein, denn die funktionieren in wirklich jeder Situation. Hat euch das heutige Video gefallen, freut es mich natürlich sehr, wenn ihr mich mit Abo, Daumen hoch oder einem kleinen Kaffee unterstützen würdet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!